Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 23.02.2021. Und unser DAX, der kommt hier wie ein Boomerang, kommt da immer wieder an. Das ist schon, ja, muss man schon ein bisschen schmunzeln, wenn man hier gesehen hat, was er getan hat. Wir haben das gesehen, was wir vor ein paar Tagen mal angesprochen haben, wo ich eigentlich gesagt habe, dass es eben jetzt nicht mehr reinpasst. Ja, dass es sich unten nochmal auf der 800, auf der 830 da seine Mustervollendung holt. Das sieht auch nicht ganz stimmig aus, wie es getan hat. Also dann wäre das hier eine erste Bewegung. Es passt nicht richtig rein, aber es ist gekommen halt, ne? Also wer von uns die Mails kriegt, das sagt man ja auch immer ganz gerne, einfach bis 9:30 Uhr warten und dann ein bisschen der Bewegung folgen, die dann kommt halt, ne? Und da war genau unten an der 800 und hat sich von dort eigentlich auch sichtlich erkennbar stabilisiert. Also wer da zumindest vom Timing her einfach ein bisschen Geduld mit gehabt hatte, der dürfte zumindest sich überrascht haben, dass er dann oben die 1369 tatsächlich auch noch gecached hat und dann seinen Tagesschluss, also sein Gap auch zum Freitag wieder zugemacht hat. Na, also ja, ist nun schwierig ein bisschen zu bewerten halt, ne? Wenn wir mal so uns umgucken, sehen wir schon, dass es überall wackelt, aber das sind eher Übertreibungswerte, die überall abbauen halt, ne? Auch im Nasdaq ist deutlich Druck drin gewesen, da hat Jones sogar im Tagesplus gewesen, der DAX, wenn wir jetzt mal so rangehen, gucken, wo er eröffnet hat, ist eigentlich unverändert, der hat die ganze Schwäche, was hier früh reinkam, und das war ja mal richtig, da war ja mal richtig Stress drauf, das sah ja schon richtig gut auch aus, ne, also im Gegensatz zu all dem, was man die letzten Wochen da vorher gesehen hat, sah das richtig, richtig gut aus, aber hat nicht gereicht halt, ne, und sich an der 800 verbissen und dann aber auch wirklich sichtlich nach oben umgedreht halt eben, und hier Gap erstmal wieder zugemacht und dort Stabilität geschart. Jetzt hat er sich zum Abend nochmal ein bisschen runtergedrückt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn er das so kurz vor der Angst macht, kurz vor Feierabend. Das ist häufig so ein kleines Anzeichen, dass er am nächsten Tag dann das Gap in die andere Richtung probiert. Es könnte jetzt hier eben darauf hindeuten, dass wir vielleicht sogar einen Aufwärtsgap zum Dienstag nun bekommen. Und ich glaube, das gefällt einigen nicht. Also ich habe schon wahrgenommen, dass die Mehrheit den eher tiefer sieht und eher sich hier ein bisschen auch auf Short freut. Man muss aber sagen halt, man kann das auch nicht wegreden, dass er den kompletten Abverkauf wieder ausgekontert hat halt, ne? Also einmal bis fast wieder zurückgezogen. Das ist schon komisch, ne? Also wir haben auf dem Kryptos Abgaben, wir haben im Tech-Bereich Abgaben gehabt, Dow Jones, wie gesagt, im Plus, der DAX eher neutral, muss man ja eigentlich so sagen, hat unten die 800 geholt, und jetzt stehe ich da wie eigentlich gestern, dass es die gleiche Ausgangslage vor der Füße halt, ne? Also wir haben hier das Korrekturmuster, wir haben das Seitwärtsmuster, die Range, er ist nicht unten ausgebrochen, konnte keinen Schluss drunter setzen, die neuen Tiefs wurden nicht verkauft, sie wurden gekauft, und das sehr sichtlich, sehr deutlich, wir haben damit weiterhin ein abgeschlossenes Korrekturmuster drin stehen, auch wenn es jetzt ein Tief drin hat, das ist trotzdem noch unverändertes Muster, das heißt, wenn ich hier auch einen Channel drüber ziehe, dann passt das halt auch halt, ne? Also es ist so von der Korrekturbewegung, ja, wenn ich das einfach mal so setze, das erkennt ein Blinder mit Krückstock, dass das ein Muster ist und dass das komplett wirkt. So, und das haben wir gestern auch schon gesagt, also es ist auch so, das ist nach wie vor auch zeitlich fertig, also es wird dem DAX nach oben raus den Raum und die Chance eröffnen, aber nutzt sie ja halt nicht. Ja, so, das macht es jetzt hier ein bisschen schwierig zu bewerten, also, weil wenn ich euch jetzt wieder komme mit 1440, 14100, dann lacht er mich auch aus, aber letztendlich lässt mir der Markt gar nichts übrig, als zu sagen, ey, wenn er über 1389 geht, dann halt hoch die Möhre, ne, das heißt jetzt hier einfach mal den anzusetzen und mitzunehmen. Vielleicht einfach hier ein Mühe hochzuschieben, dass wir sagen, jetzt hier 1389 wäre, überwinden 1389 wäre Kaufsignal. Das andere bleibt mir gar nicht übrig. Ja, zum Dienstag. Jetzt nochmal probieren. Und wenn 1389 überwindet, dann sind wieder 1440 und 14100 auf der Agenda halt, ne? Also auch Abwärtstrends und sowas. Ich meine, da klemmt dann noch ein bisschen drin, eindrehen, das ist. Ach, das ist nicht leicht halt. Wir haben unten die 13860, die ist recht wichtig jetzt zum Dienstag. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht darunter dann schon einen Short-Trigger ansetzen könnten, in klein. Dass wir sagen könnten, also unter 13960
Nee, was habe ich gesagt? 13,860, ja. Dass man dann vielleicht versucht, hier auf die Kante hin zu shorten. Die liegt bei 7,50 und alles, was dann da tiefer geht, da können wir auch, ist 6,50 und tiefer. Dann halt auch bis 4,50 rein. Muss aber auch dann in das Ding wieder rein. Solange der halt hier draußen bleibt, ich weiß, das passt jetzt überhaupt nicht drin, aber also theoretisch müsste ich den komplett nach oben raus analysieren. Weil der hatte verteidigt. Hier unten hat einen Doppelboden gebaut, Korrekturmuster abgeschlossen, hat den Channel fertig finalisiert hier unten. Er hat das Gap wieder zugemacht. Also, dass ich weiß, dass das schwach wirkt über den Tag und dass einem das extrem schwach vorkommt, weil auch so viele andere Werte einfach gerade auch so richtig abgeben. Aber wenn ich es technisch neutral bewerten muss, dann müsste ich hier einen Wahrscheinlichkeitsvorteil nach oben reinsetzen. Ja, wie gesagt, ich weiß, das wird vielen nicht gefallen, aber meine Aufgabe ist nicht, euch nur zu sagen, was euch gefällt und was ihr hören wollt halt. Ne? Also ich sehe meine Aufgabe halt schon darin, offen und neutral das anzusprechen, damit der ein oder andere halt seine Meinung vielleicht überprüfen kann, ob er vielleicht zu long, zu negativ gestimmt ist, also zu positiv oder zu negativ, weil ich wirklich versuche, beide Seiten zu beleuchten und neutral zu besprechen. So, wir haben jetzt hier eine Vorlage nach unten vom Schluss her, wie gesagt, oft verkackt das der DAX, nutzt das eher für einen Aufwärtsgap, das macht er häufig. Und wenn jetzt hier ein Aufwärtsgap zum Dienstag kommt, ich glaube, dann geht er über die 89 und dann probiert er das. Dann probiert er das rein, ihr 14,30, 14,40, 14,50 vielleicht. Ja. Und dann ist auch noch so eine 14,100 nicht mehr weit. Und da oben ist der Chart halt echt positiv. Und das passt nicht so im heutigen Gesamtumfeld, aber vielleicht dreht ja das Gesamtumfeld jetzt auch noch mal wieder hoch zum Dienstag und dann passt das auch wieder ganz gut rein und der DAX ist stimmig. Von daher würde ich mich jetzt nicht von den äußeren Einflüssen beeinflussen lassen und hier einfach sagen, über 13,89 ist der DAX für mich ein Long-Kandidat, muss ich so sagen. Wir haben auch gestern gesagt, unter 13,69 hatte die Chance bis hier runter. Unten muss man ein bisschen gucken, wie er reagiert. Ich habe gesagt, ich könnte mir eher vorstellen, dass er jetzt unten durchgeht, aber man muss trotzdem gucken, wie er reagiert. Und er hat reagiert, ganz sauber. Erst die 13.830, dann die 13.800. Ganz, ganz sauber. Da war kein Überschuss, da war keine Übertreibung, da war kein Squeeze. Das war einfach ganz sauber, ganz sauber unten die Linien abgearbeitet halt, ja, die Punkte abgeholt. Und von daher, technisch gesehen, ist das wirklich, also auch wenn es nicht reinpasst, du, was, das ist eine Vorlage nach oben. Auch wenn es keiner hören will, das ist eine Vorlage nach oben. Auch wenn ich mir selber dabei komisch vorkomme, wenn ich sage, ob es eine Vorlage nach oben. Vorlage nach unten ist es in dem Moment, wo wir unter 13,39 eröffnen, wo wir unter 13,900 rumarbeiten. Dann wäre für mich, wie gesagt, die 13,860 hier nochmal so ein Triggerpunkt und unter 13,860 würde für mich negativ. Das heißt, unter 13,860 würde ich ihn eher Richtung 750 dann auch handeln halt, ne? Oder sehen halt, ne? Also, kann ich mir auch vorstellen, da noch einen Short reinzulegen. Sind ja ein paar Punkte, die man sich holen kann und hat man halt auch die komfortable Situation, dass man hier unten dann einfach Teilverkauf machen kann, Stop-Loss auf Einstand sichern und wenn er dann doch unten durchhackt, hat man eine schöne Position im Rennen halt. Also, da wäre für mich so die 860, 850 hier. Das wäre für mich so Triggerpunkt nach unten, wo ich sage, okay, das ist dann Schwäche. Muss man probieren mitzugehen. Ja, aber auch wenn er das wieder nach oben kontert, also wie oft soll er es machen, ne? Sind wir hier wieder beim Thema Bumerang, aber muss man positiv werten, leider. Ja, würde euch gerne unten raus mehr zusprechen, weil einfach ich das merke, dass ganz, ganz viele Short drin sitzen und den unten haben wollen, aber passt nicht, passt nicht. Das ist. Können im Tageschart reingucken, da fangt ihr an zu lachen, wenn ihr das seht, was der hier gemacht hat. Das ist auch Tagesschluss hier drunter, haben wir gesagt. Wäre ein Opener nach hier unten. Guckt euch das an. Das ist negativ, ist er nicht. Ist auch nicht positiv gerade. Richtig positiv ist er auch nicht, weil liefert er nach oben nicht. Aber also er hat jetzt so oft unten versagt. Ich glaube, bald das wird nicht mehr lange dauern, wenn er. Irgendwann greift er wieder oben an halt. Ne? Und wenn er unten immer nur versagt, dann wartet er, bis der Gesamtmarkt ruhiger wird und vielleicht der Nasdaq nicht gerade 2,5% im Minus hängt und dann pusht er sich nach oben die Bewegung raus halt. Ne? Ja, so eine Wartehaltung. Von daher, meine persönliche Meinung ist, glaube ich, hier eher eine Tendenz aufwärts einzuplanen. Ich würde aber trotzdem unterhalb von 8,60 hier Risiken im Chart sehen, auch gewisse Short-Potenziale und das kann man versuchen zu nutzen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gut klappt.
Und wie gesagt, das wird dann hier wieder Entscheidungszone nochmal, auch noch, wirklich nochmal Entscheidungszone, weil bis jetzt wurde jedes Tief immer wieder hochgekauft. Also es ist nicht auszuschließen, dass dann das auch nochmal kommt, auch wenn es genauso wenig passt wie das dann hier vom Zyklusablauf halt, ne? Aber pff, ja, das sind so die wichtigen Punkte, auf die ich mich fokussieren würde. Und ich würde mir hier oben drüber lang suchen, ich würde mir hier unten drunter Short suchen, hier zwischen. Ist für mich so ein bisschen unidentifizierbare Masse. Die würde ich, glaube ich, versuchen zu ignorieren und den einfach machen lassen. Aber wenn er hier zum Beispiel runterschlägt, nur die 860 antappt und dann harter auskontert nach oben, ist für mich auch ein Long. Tut mir dann leid halt, ne? Aber dafür ist er einfach aus dem Abwärtstrend ausgebrochen und in einem Seitwärtsmuster. Und das Seitwärtsmuster folgt auf diese Bewegung. Und von daher haben wir hier einen Antrieb, eine Korrektur, und dann folgt wieder ein Antrieb, wenn der denn irgendwann mal startet. Ja, und da deswegen meine persönliche Meinung einfach von als wirklich neutral ausgesprochene Instanz, den darf man oben noch nicht abschreiben. Das darf man noch nicht. Er kommt zwar oft rund, aber. Dass ich, man darf von unten auch nicht kaputt treten, nicht kleinreden, weil dafür arbeitet er zu viel nach unten halt, ne? Aber das wird zu oft einfach zu kontrolliert wieder nach oben gekauft. Das ist zu kontrolliert. Das ist zu, das wird nervös nach unten gestoßen, aber die Ruhe, die mit der Ruhe schiebt es sich immer wieder nach oben halt, ne? Und das ist noch ein Zeichen für einfach Geldmittelüberfluss, der halt irgendwie versucht, in den Markt reinzukommen. Okay, gut, dann würde ich das hier zumachen. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt die tollste Ausgangslage für einen Folgetag, für eine Chartanalyse, aber ich glaube, mit den paar Punkten, die wir benannt haben, kann man sich vielleicht ein bisschen was rausholen. Wenn ich halt einfach mal noch einen Tag warten. Irgendwann hört er auch wieder auf, hier drin rumzuschachern. Ne, wem das einfach zu blöd ist, der wartet da halt mal noch und setzt dann später nochmal an. Aber ja, das ist soweit mein Blick. Hoffe, es hilft euch trotzdem ein bisschen was, auch wenn es zunehmend jetzt schwieriger wird im DAX. Wobei, so schwierig ist es eigentlich nicht. Es ist, ich tue mich eigentlich, ich quassel eigentlich nur so rum, weil ich weiß, dass ganz viele den runter haben wollen und das passt. Ich kann das nicht bestätigen, einfach technisch. Ne, das ist, kommt da immer wieder hoch halt, ne? Und macht hier unten eigentlich eher mehr die Muster sauber, als dass er sich die Türen öffnet halt, ne? Das kann noch kommen, aber das für mich ist das noch zu oft immer wieder hochgekauft. Das ist. Das ist halt leider kein Vorteil, weil dadurch die macht, wird das andersrum machen, dann würden die Tageskerzen alle rot aussehen. Ja? Wenn er erst das so hochzieht und dann zum Tagesende nach unten, das macht es für ihn dann leichter, weiter zu fallen, weil er dann mit einer fetten, dicken, kräftigen Signalkerze im Tageschart drin ist. Aber wenn er immer sowas macht, das sind, dann wirft er auf Tagesebene halt einfach nur massiv viele Lunten und irgendeiner zündet die Lunte mal an und dann kommt die Rakete oben raus. Ne? Gut. Also. Wir machen hier den Cut. Ich denke, ihr habt verstanden, worum es mir geht und die Marken wahrgenommen. Mehr kann ich nicht tun. Ja, kann es noch versuchen, so neutral wie möglich zu bewerten, von beiden Seiten zu beleuchten und dann aber auch das, was technisch wahrscheinlicher ist, offensichtlich und offen, also offen auch tatsächlich anzusprechen. Gut, Freunde, ich mache aus. Wünsche euch Spaß, viel Erfolg zum Dienstag. Schauen wir mal, wie der reinkommt. Man wird wahrscheinlich hier ähnlich wie am Montag auch schon wieder gut impulsgebend sein dann halt. Ne? Kann mir gut vorstellen, dass die wichtigen Entscheidungspunkte relativ früh schon angelaufen werden. Ähnlich wie wir das jetzt am Montag hatten halt. Ne? Da hat er sich ja auch von der 69 eigentlich direkt zum Ziel hier unten reingehauen und von da dann konstant zurückgewirkt. Gut, also ich mache aus, wünsche euch Spaß und dann bis morgen. Ciao.